Hallo Leute, dann wieder euer Remi. Und zwar, was geht? Es geht Cyberpunk 2077. Bitte in den Kommentaren Zusatzmissionen. Und da haben wir es auch schon. Auftrag an der kurzen Leine. Auftragsart, Auftragskiller, Ziel Joe's Louis. Und zwar Ort Busdepot, Benko Street. Details. So, los. Den Rest werden wir mal zum Fuß gehen. Ja, einmal aussteigen. Ja, bei dem Wagen dauert das. Sie können schon, bis die Türen offen sind. Das sieht doch jetzt schon wieder nach Kämpfen aus. Ist da jemand? Ja, klar. Hier sind ja ziemlich viele Gegner. Okay, Zusatzmission. So, war mal noch jemand? Da. Das tut mir leid. Why? Steht er nochmal auf? Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, gib mir mal Deckung. Nichts da, keine Deckung. Was ist das? Zwei Dinge, die nicht zusammenpassen? Ich gebe auf. Hinweis 1, Militech. Hinweis 2, Valentinos. Wow, wo kam der denn hier? Aber mal ein schöner Blauwaffen. So, dann sollen die dritten noch welche sein. Und nochmal einer, den wir schnell durch die Gegend setzt. So, jedenfalls, schöner Wagen. Wo ist er denn hin? Ist er oben auf dem Dach oder was? Was haben wir denn? Ja, so einen Wagen können wir gut bekommen. Na, Ablenkungsmanöver, Splitterbau war, glaube ich, keiner mehr. Finde heraus, warum das NC das Verfahren eingestellt hat. Optional. Ansonsten klasse das Depot. Wir gehen mal kurz eine Runde gucken und wenn ich dann überhaupt verlassen war, dann Tatsache. Und solange werden wir mal ein bisschen umsichtig sein. So, Nachrichten, letzte Warnung. Finde raus. Also zum PC müssen wir und dann kommen wir da auch schon hin. So, verlasse das. Oh, welche Tür war es jetzt drin? Was ist drin denn? Nee, hier wollten wir eigentlich gar nicht hin. Genau, hier ist eine Treppe.
Was war das gerade? Oh, Satellitenmunition. Jede Hülse wie eine Unterschrift, die eine Spur hinterlässt. Eine Spur zum Militech. Peng, tot. Und alle Augen auf den Konzern. Jedenfalls für eine Weile. Ja, wieder du kommst oder wir gehen raus. Wo hast du deine Visage vergraben, ha? Hier drüben. So, gut. Auftrag an der kurzen Leine. So, ruf Parian. Jetzt sollen wir anrufen. Na, dann machen wir das doch. Haben wir eine Nachricht bekommen? Das passt der Bade, ne? Anrufen können wir hier gar nicht. Warum kann man nicht? Das Boot. Noch mehr gegen. Ja. Ich hab schon nachgeladen, das bin ich. Nehmen. So, müssen wir leider rum und rein. Ist das die zwei Dinge, die nicht zusammenpassen? Ja, ich gehe drauf. Hinweis 1, Militech. Hinweis 2, Valentinos. So, eigentlich soll eine Partner anrufen. Sehen. Jetzt können wir rufen. Sebastian Fahre. Wie hier. José ist Geschichte. Gute Arbeit. Sehr, sehr gut. Weißt du, wer ihn nach dem Mord an den Bullen rausgehauen hat? Vermutlich Arasaka. Arasaka? Du willst mir weismachen, die hatten was mit dem Tod eines abgeranzten Cops zu tun? Geoffreys Tod war ein Unfall. José sollte was anderes machen. Erzähl ruhig weiter. Er und seine Crew sollten einen Arasaka-Standort angreifen und dabei Militech-Ausrüstung verwenden. Arasaka hat sie beauftragt, Arasaka anzugreifen. Scheiße. Du musst doch sofort weg. Du weißt mehr, als du sagst. Raus damit. Ich kann nur mutmaßen, aber... Spuck's endlich aus. Kann gut sein, dass Arasaka ernsthaften Streit mit Militech anfangen will. Vielleicht sogar einen richtigen Krieg. Und? Joses Angriff sollte als Ausrede herhalten? Nicht sehr überzeugend, oder? Es geht nicht nur um José. Ich habe von anderen, ähnlichen Fällen gehört. Das ist ernst, wie. Aber wozu Krieg? Die erholen sich doch immer noch vom Letzten. Im Krieg lassen sich gut krumme Dinge vertuschen. Vielleicht wollen die von was ablenken. Weiß nicht, ob ich das wissen will. Du etwa? Weißt du, das ist nicht mein Revier. Nicht mein Spiel. Wir sehen uns wie. Ja, bis bald. So. Mission aktualisiert. Hol dir deine Belohnung. 125 Meter. Wir fahren trotzdem mit dem Auto. Unser Agent. Was ist jetzt los? Geht der Weg? Ich
gleich da drüben wäre, doch die Ono. Eieieiei. Ich hoffe, die Versicherung zahlt. So, irgendwie müssen wir oben rum. So. Belohnung abholen. Belohnung 9312 Dollar und EPs gibt es dazu. Ansonsten Missionen abgeschlossen. Leute, danke fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten schreibt gerne mal was in die Kommentare, was zu diesem Game, was euch vielleicht noch interessiert oder auch zu anderen Games. Ansonsten bis zum nächsten Mal.